So und hallo. Also, wir hatten Action und wir hatten Predicate als zwei Typen von Delegates. Jetzt wird es Zeit, den generischen Standard-Delegate anzusehen. Und der generische Standard-Delegate heißt Func. Func für Function und kann alles beinhalten, was eine Funktion ist. Also, wie ihr seht, der Name ist sehr sprechend. Gut, ich gehe mal davon aus, dass das andere halbwegs funktioniert, also zumindest angekommen ist. Falls nicht, schaut euch die Videos der Serie an, denn darauf bauen wir jetzt auf. Es wird jetzt etwas allgemeiner und wir definieren dann auch eigene Delegates, eigene Delegate-Typen. Also, der generischste, wie gesagt, heißt jetzt Func. Func. Und diesen, wenn wir hier so spitze Klammer aufmachen, dann ist das der letzte Parameter, den ich reingebe, ist immer der Rückgabewert der Funktion. Also eine Funktion, die einen Integer liefert und einen Double liefert oder zwei Integer bekommt und einen Double liefert, würde so aussehen, wir geben einen Integer rein, sie bekommt noch einen Integer und sie liefert einen Double. So, das ist jetzt ein Typ. Und jetzt kann ich sagen, okay, das ist my calculation. So, jetzt habe ich eine Variable von dem Typ. Und jetzt möchte ich noch eine Implementierung machen. Ich kann nicht isBiggerThan5 zuweisen. Das geht nicht, denn isBiggerThan5 liefert einen Bool und keinen Double. Sie bekommt einen Int und nicht zwei Int. Also das funktioniert nicht. Ich kann aber machen zum Beispiel static double divide int a int b und kann sagen, okay, double a durch double b. Ja, Division durch 0 etc. schenken wir uns jetzt mal. Die Syntax hier haben wir auch im letzten Video gehabt. Speichere mir das Return und die runden Klammern. So, jetzt habe ich eine Methode, die liefert einen Double und bekommt zwei Integer. So, diese Methode kann ich dieser Variable myCalculation zuweisen. Ohne Probleme, funktioniert. Achtung, keine runden Klammern, ansonsten würde ich die Methode aufrufen. Ja, soweit so einfach. Das heißt, jetzt kann ich sagen, logMethod, also gib einen String aus. Welchen String soll er ausgeben? Okay, die... Das Ergebnis lautet, und dann gebe ich an myCalculation, und zwar von 3 und 2. Ja, jetzt dividiert er 3, dividiert durch 2, und das Ergebnis wird dann entsprechend zurückgegeben als Double. Denn myCalculation ruft in Wahrheit diese Methode divide auf. Man könnte auch sagen, sobald ich so ein Delegate habe, ist das nur ein Aliasname, ein Kosename der eigentlichen Funktion. Nur kann ich diesen großen Namen dann auch einer anderen Funktion geben, wenn ich möchte. Also, wenn ich eine zweite Methode habe, static double dummy int a int b, die können auch anders heißen, es geht nur um den Datentyp. Ja, und ich sage return 0,0 ist ein Dummy, der macht halt irgendwas. Dann kann ich auch sagen, okay, my calculation ist gleich dummy. Na, dann ist es hier noch die Division und ab diesem Zeitpunkt, ab dieser Methode wäre es nicht mehr die Division, sondern einfach das Ergebnis immer 0,0. Okay, also bei Func ist es so, erster Parameter, zweiter Parameter sind Übergabewerte. Wenn ich nur zwei Parameter habe, dann ist der erste ein Parameter, der reinkommt und der zweite ist der Rückgabewert. Wenn ich gar nichts habe, also mit gar nichts meine ich nur einen habe, dann ist es eine Methode, die nichts bekommt, aber etwas zurückgibt. In diesem Fall einen Double. Wie wäre das bei der Action? Also, wenn ich eine Action habe ohne irgendwas, nenne ich so, dann wäre das eine Methode, die weder was bekommt, noch etwas liefert. Also eine Void-Methode ohne Parameter. So, und jetzt kann ich auch Folgendes machen. Also, oder mit dieser Func kann ich ja alles abbilden. So richtig, nahezu jede Kombination. Ich kann sagen, okay, mach mir eine Func, die bekommt einen Int, einen Bool, einen String, einen Character und liefert schlussendlich einen Float. My Method ist gleich. Und ich kann die jetzt auch so entsprechend implementieren. Ja, ich kann jetzt sagen, okay, ist so, das erste Integer ist ein i, der Pool ist ein b, String s, Character c und liefern muss es einen Float, also, keine Ahnung, 0,1f liefert einen Float. Ja, da gibt es jetzt irgendwelche fancy Berechnungen, ist schon klar.
oder kann es geben. Der Nachteil dieser Funk ist jetzt folgendes. Wenn ich My Method aufrufe, Klammer auf, dann sehe ich hier im IntelliSense nur Arg 1, Arg 2, Arg 3, Arg 4. Argument 1 bis 4. Die Argumente 1, 2, 3, 4. Ich sehe zwar den Typ, aber sie sind einfach nur durchnummeriert. Und die sagen, die haben keinen entsprechenden Namen. Das ist der Nachteil dieser Funk. Es kann keine entsprechenden Namen geben, darum gibt es auch keine. Das ist nicht optimal. Denn ich muss genau wissen, welcher Parameter bedeutet was. Der Compiler prüft mir nur die richtige Verwendung, die syntaktisch richtige Verwendung, aber nicht die semantische, ob ich eh nicht irgendwelche Parameter vertausche oder ähnliches. So, jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt kann ich mir eigene Delegates definieren. Die würden das Problem lösen. Wie mache ich das? Ich sage Delegate. So, wie ist der Rückgabetyp? Rückgabetyp ist, keine Ahnung, was hätten wir gerade? Float. Wie soll der Delegate heißen? Die meisten Delegates, bis auf Action, Funk und Predicate, okay, die nicht, aber viele andere heißen irgendwie mit Händler. Vor allem im Bereich der Ereignisse dann. Wir können sie aber auch mit Delegate dann machen. Also wir haben ein Delegate, liefert einen Float, soll heißen My Method Delegate. Und bekommt einen Int. I. Ja, jetzt brauchen wir gute Namen. Wir haben, keine Ahnung. Number Bool is Success String Name Character Symbol und liefern tut seine Float. Jetzt habe ich ein Delegate definiert, das heißt, My Method Delegate muss einen Integer, einen Bool, einen String, einen Character bekommen und liefert einen Float. Ist von der Semantik das gleiche wie dieses Funk hier. Gleiche Rückgabewert, gleiche Parameter. Der Unterschied ist jetzt folgendes. Ich kann jetzt sagen, My Method Delegate, My Method 2, kann ich wieder, ich kann die gleiche Implementierung hier verwenden, also Implementierung und Anführungszeichen. Ich könnte sie wohl auch zuweisen. Der Unterschied ist, wenn ich mein Method 2 aufrufe, Klammer auf, dann sehe ich hier ganz schön die Parameternamen. Und das macht oft schon Sinn, dass ich die sehe. Aber ja, sehr häufig braucht man das nicht, sehr häufig braucht man nicht jedes Mal ein eigenes Delegate definieren. Dazu gibt es Funk, Predicate und Action. Ich kann es aber auch selber machen, indem ich das Delegate Schlüsselwort hinschreibe, dann Rückgabetyp wie eine Methodendefinition, nur dass das kein Methodenname ist, sondern der Name des Delegates, wie er dann verwendet werden kann. Und dann ist alles gut. So, My Method. Und witzigerweise geht auch das nicht. Ja, die implizite Typkonvertierung hier funktioniert nicht. Obwohl die gleichen Parameterlisten da sind, sind es unterschiedliche Typen. Also ein Delegate beschreibt auch dann entsprechend einen Typ. Ich könnte aber die gleiche Methode zuweisen, die ich hier so weise. Also die gleiche Implementierung oder wenn die Methode einen Namen hätte, so wie wir es bei Divide gemacht haben, wird es in beide Varianten funktionieren. Also hier und auch hier. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ist eine etwas schwere Kost, diese Delegates, das ist mir bewusst. Probiert es aus, seht euch Link an. Es ist wunderbar, was man damit alles machen kann. Wenn ihr Beispiele wollt zu Unit-Tests, Events, Oberflächenprogrammierung, ähnliche Varianten wie das Filter oder wie auch immer, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like hier und ich werde sehen, was ich tun kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.